Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Säulen der Erde. In der letzten Folge haben wir hier was zu essen gefunden. Endlich. Und die netten Ritter haben gefragt, ob wir so freundlich wären, was zu essen vorbeizubringen, damit wir als Knappe aufgenommen werden. Wahrscheinlich wird das nie funktionieren. Das habe ich im Bergfried gefunden. Bringt ihr mir jetzt bei, wie man ein Ritter ist? Scheiße. Oh nein. Kacke. Verdammte Kacke. Du kannst doch nicht einfach den Grafen beklauen. Das war doch nur ein Scherz, Bursche. Ein Scherz. Steck das Ding weg. Schnell. Tun wir so, als ob wir ihn nicht bemerken. Toll. Wannabe Knight. Ach komm, Leute. Hey, Junge, tu uns einen Gefallen und bleib so klein. Es gibt hier schon genug ausgewachsene Bastarde auf dieser Welt. Was? Man weiß gar nicht, in wen man sein Schwert zuerst reinstecken soll. Na? Tja, und nu? Steine so gerade wie Bäume und ein Eingang aus Holz. Wie seltsam. Ja, das Dumme ist nur, ich dachte, es geht jetzt hier weiter. Der Graf. Ich sagte doch, der Graf ist beschäftigt. Muss ich mich wiederholen? Ab mit dir. Was ist, wenn wir dir... Ach nee, den Brief haben wir gar nicht. Oh, komm hier, hast was zu essen. Leg das sofort wieder zurück. Wir dulden keine Diebe in unserer Burg. Aber mit ihm kann ich sprechen. Ich wüsste sonst nicht, was wir hier noch machen sollen. Ich sag's nicht nochmal. Geh spielen! Wenn ich ihn jetzt nerve, passiert dann was? Zieh Leine! Okay. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Verdammt. Wenn wir ihm was zu essen bringen? Sprich mit mir, wenn du etwas willst. Warum? Ich will von ihm doch was. Sprich mit mir, wenn du etwas willst. Ich weiß nicht. Komm hier, der Ritter. Komm, der wird uns bestimmt irgendwas sagen. Wahrscheinlich nicht. Okay, da wird nichts sagen. Ach Mensch. Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich so offensichtlich und ich habe keine Ahnung. Martha. Du wirst mir jetzt sagen, was ich machen soll. Ich wünschte, ich wäre wie sie. Ich habe das Gefühl, du solltest Tom helfen. Tja. Alfred. Warte mal, vielleicht was hier kommt, Alfred, zu essen. Komm. Was da immer Hunger? Wo hast du das her? Kannst es haben. Ich sehe schon, wir werden gute Freunde werden. Friends of Swords, okay. Aber mit ihm reden kann ich nicht. Mist. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen ihm wirklich sagen, dass sie ihn hier nicht haben wollen. Nee, das hatten wir schon. Ach Mensch, komm, Tom, erzähl. Sie wollen dich nicht haben, oder? Ach, nur weil die Arbeit einem nicht in den Schoß fällt, heißt das nicht, dass es keine gibt. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Sag deiner Mutter, sie soll sich noch gedulden. Wonach suchst du? Nach etwas, das den Grafen überzeugen könnte, mich anzustellen. Es könnte etwas Kleines sein, wie ausgewaschener Mörtel oder eine lockere Säule. Mhm. Manchmal braucht man erst ein Problem, wenn man schon die Lösung hat. Tom braucht Arbeit. Ich muss Ausschau halten, ob man hier etwas repariert. Ach, bitte komm. Also das ist ein bisschen suboptimal, ja? Dass man wirklich erst alles... Aber ich weiß, worauf's... Guck mal hier. Jetzt Stein auf Stein. Und ein paar Lücken dazwischen. Ist das stabil? Nein, ist das nicht. Eine der Wände sieht brüchig aus. So. Dann wird das hier noch der Brunnen sein. Jetzt wird der Brunnen funktionieren. Wollen wir wetten? Diese Wand und der Brunnen könnten verbessert werden. Und wisst ihr, was noch funktioniert? Warte mal. Wobei, nee, wir müssen erst hier nach oben. Warte mal. Wir gehen mal hier von der anderen Seite nach oben. So. Sah ich doch. Brunnen, Wand und Befestigung sind beschädigt. Tom wird zufrieden sein. Ja, das geht jetzt dann, oder ging jetzt dann doch leichter als gedacht. So, mein lieber Tom, komm mal her, erzähl mal. Also, ich erzähl dir mal jetzt was. Einige Zinnen sind platt. Das habe ich auch schon bemerkt. Sonst noch was? Da hinten ist eine brüchige Mauer. Wenn das wahr ist, dann hast du ein sehr scharfes Auge. Und der Brunnen da hinten fällt fast auseinander. Ja? Sehr gut, Jack. Das ist etwas, das der Graf mit Sicherheit repariert haben will. Das sollte fürs Erste genügen. Aber bleib wachsam. Du hast gute Arbeit geleistet, mein Sohn. Ja, mein Sohn. Und jetzt komm mit. Wollen wir doch mal sehen, ob's reicht. Hat er gesagt, mein Sohn? Ich würde euch ja gerne nehmen, aber wir können euch nicht gebrauchen. Ich hoffe nur, ihr rechnet nicht bald mit einem Angriff. Was soll das? Warum sagt ihr das? Eure Verteidigungsanlagen sind in schlechtem Zustand. Drückt euch gefälligst etwas deutlicher aus. Aus den Mauern des Torhauses bröckelt vielerorts der Mörtel heraus. Das sind prächtige Ansatzstellen für eine Brechstange. Hat der Feind erstmal ein, zwei Steine herausgelöst, fällt die Mauer schnell. Sonst noch was? Ja, die Burg hat ein Kellergewölbe mit einer Holztür. Wenn ich sie angreifen wollte, würde ich durch diese Tür brechen und ein Feuer im Lager legen. Und wenn ihr der Graf wärt, was würdet ihr dagegen tun? Ich würde einen Haufen behauener Steine bereithalten und einen Vorrat an Sand und Kalk für den Mörtel. Und einen Steinmetz, der diesen Durchgang im Notfall zumauern könnte. Matthew, auf ein Wort. Ich glaube, wir haben es geschafft, aber das mit dem Keller haben wir doch gar nicht gefunden. So, wir können bleiben. Ach, das war das da. Ist das auch in eurem Sinne? Na klar. Alfred? Warum fragst du mich? Weil du ein Bilder bist. Auch deine Meinung zählt. Von mir aus können wir gerne bleiben. Und jetzt packt eure Sachen und folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr ein Dach über den Kopf kriegt. Und so fand Tom Bilder schließlich Arbeit. Damals ahnten wir nicht, dass all dies nicht von Dauer sein würde. Das war dann schon Kapitel 3. Mein Gott, die Verschwörung. Was haben wir getan? Was haben wir getan? Du hast Bischof Valeran erfolgreich um Hilfe gebeten. Du hast Bischof Valeran erzählt, dass Francis involviert ist. Ob Francis das gutheißen mag, ich weiß es noch nicht.
Ja, müssen wir mal gucken, ob damit vielleicht dann Francis in Gefahr gebracht wurde. Ne? Dein Strohritter hat Martha Mut gemacht, das ist sehr gut. Du und deine neue Familie habt Earl's Castle erreicht, das war der Ort. Ich wusste es nicht mehr. Du hast Alfred etwas zu essen besorgt und eure Freundschaft gestärkt. Super, super. Du hast Sir Catfaces Vertrauen gewonnen und sein Geheimnis erfahren. Yes, du hast Aliena von Jacks Vater erzählt. Okay, du hast eine Geflügelkeule für die Ritter gestohlen. Na, ob das so gut war? Und du hast William Hamleys Brief an Lady Aliena gefunden. Du hast Tom geholfen, Arbeit in Earl's Castle zu finden. Ich sage mal, das war super. Und wir gehen gleich ins nächste Kapitel. Kapitel 4. Der Prior von Kingsbridge. Kingsbridge später am selben Tag. Gut, dass du deinen Bruder nach St. John geschickt hast, um deiner Gemeinde von der Nominierung zu berichten. Wenn du selbst gegangen wärst, hätten sie dich vielleicht nicht mehr fortgelassen. Es kann durchaus sein, dass ich nach der heutigen Wahl nach St. John zurückgehe. Warum so pessimistisch? Viele der Brüder wollen immer noch, dass Remigius Prior wird. Philipp. Ja? Es gab einen Vorfall mit einem unserer Novizen. Was für einen Vorfall? Remigius hat ihn mit dem Rohrstock gezüchtigt. Er hat am ganzen Leib geblutet. Shit. Er konnte kaum stehen. Das waren wir verantwortlich. Aber er richtete sich auf und ging. Wir riefen seinen Namen. Er ging einfach weiter. Er hat sich nicht ein einziges Mal umgedreht und zurückgeschaut. Er ist fortgelaufen? Er ist nicht der Erste. Und es war auch nicht das erste Mal, dass Bruder Markus bestraft wurde. Bruder Markus? Ja, er hat meine Schlüssel gestohlen und Vorräte. Du hattest ihn doch Remigius gemeldet, nicht wahr? Das stimmt, aber er ist doch fast noch ein Kind. Remigius geht wirklich zu weit. Letztes Jahr hat er einen Novizen geschlagen. Der Arme ist seitdem auf einem Ohr taub. Sag mir, Philipp, was wirst du als erstes tun, wenn du gewählt bist? Die Prügelei aufhören hier. Wir werden die Kathedrale instand setzen, wir werden ein Skriptorium bauen. Wir müssen Selbstversorger werden, wir dürfen unsere Novizen nicht schlagen. Wir dürfen unsere Novizen nicht schlagen. Du hast recht. Das dürfen wir nicht. Deus Caritas est. Ihr könnt hier nicht herein. Was war das? Wer sind diese Leute? Was ist da los? Hey! Geht beiseite! Beiseite, sagte ich! Was geht da draußen vor sich? Soldaten? Gibt es wieder einen Krieg? Diese Narren. Philipp! Es ist Francis! Sie haben Francis! Nein! Francis! Oh, bitte nicht! Warum? Oh, bitte nicht! Selbst Andrew wirkt verängstigt. Mit wem redete er? Was geht hier vor? Philipp! Ich fürchte, diese Soldaten suchen nach deinem Bruder. Er ist eben angekommen. Zwei von ihnen sind ihm in den Kreuzgang gefolgt. Nein, nein, nein. Und wir haben es verraten? Nein, komm, nicht deswegen. Sie haben Angst. Seit wann sind die Soldaten hier? Haben sie die Soldaten reingelassen? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Was machen die hier? Suchen sie nach Francis? Hat der Krieg schon begonnen? Sie sagen, sie suchen nach jemandem. Sie haben einige unserer Brüder verhört. Was haben wir getan? Was geschieht hier? Geh zurück zu deinen Brüdern, Mönch. Wir werden dich noch früh genug befragen. Oh. Oh, oh, mir schwant nichts Gutes. Mir schwant nichts Gutes.
Was ist hier los? Eine Invasion. Das ist los. Ah, hier ist der Kreuzgang. Habe ich gar nicht gesehen. Wie ist dein Name? Es wäre leichter für uns alle, wenn du einfach mitkommen würdest. Was ist denn mit dem Kind? Ist das deins? Francis. Ob du willst oder nicht, du kommst jetzt mit uns. Nein. Wir haben nach dir gesucht. Was machst du hier? Und wer ist... Wer ist denn das? Ich habe ihn gefunden. Im Wald. Hey! Hey! Wir haben ihn in St. John mit Ziegenmilch gefüttert. Das war die Idee von Johnny Eightpence. Er sagt, er vermisst dich. Er war immer sehr sentimental. Hey! Philipp, du darfst diesen Männern nicht meinen Namen sagen. Mein Herr Robert von Gloucester glaubt, ich sei in Winchester. Ich gab dem Bischof den Brief. Er sagte, er würde helfen. Gütiger Gott, ich habe einen Fehler gemacht, als ich dich mit dem Brief... Was heißt das? Diese Männer gehören zum Bischof. Er ist hier, in Kingsbridge. Nein. Der Bischof ist hier? Hey, ihr beiden! Ihr solltet zuhören, wenn man mit euch spricht. Wer seid ihr? Und was ist das für ein Kind? Ist es eures? Habt ihr zwar zusammen ein kleines Baby gemacht? Na? Bei Gott, ihr seht so komisch aus. Kommt, lasst es mich auch mal halten. Das sind nicht die Männer vom Bischof. Glaube ich nicht. Ein Name. Oder beide Namen. Schütze los, das... Ihr beiden. Gebt uns was, womit wir was anfangen können. Das Kind steht unter meinem Schutz. Oh, auf einmal? Schön für dich, Mönch. Wie ist dein Name? Und tu nicht so, als könntest du nicht sprechen. Ich hab euch reden hören. Ich bin Philipp. Philipp von Gwyneth. Er ist es, den wir suchen. Nicht was? Der andere. Mönche, die sehen alle gleich aus. Wir haben dich gesucht. Bischof Walleran will dich sehen. Warum? Wir haben ihn gefunden. Er ist hier. Sagt es dem Bischof. Sie haben den Mönch gefunden. Der Bischof, sagt es dem Bischof. Geh weiter, Mönch. Wir haben alle ein Auge auf dich. Du bist hier sicher. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Was geht hier ab? Ecce venit cum nobibus et vivit eum omnis oculus et fieum. Gar nichts geht hier ab. Et langensi super eum omnis tribus erae etiam. Amen. Amen. Wegen dem sind wir hier. Amen. Sagt es dem Bischof. Santa Maria, ich hätte gedacht, er wäre einen Kopf größer. Was geht hier ab? Santa Maria, was geht hier vor, Philipp? Ich weiß es nicht. Der Bischof ist meinetwegen hier. Was geht hier ab? Philipp, da seid ihr ja. Der ehrwürdige Herr Bischof Walleran Bigot. Philipp und ich kennen uns bereits. Ihr habt nach mir gesucht, Herr Bischof? Das stimmt. Remigius, Philipp wirkt bedrückt, nicht wahr? Ja, das tut er. Sagt mir, was liegt euch auf dem Herzen? Soldaten haben die Priorei belagert. Besetzt? Oh, ich verstehe. Ich bin zu sehr an den Umgang mit Rittern und Adligen gewöhnt. Die Arbeit eines Bischofs.
Der Grund, weshalb diese Männer dort draußen sind, ist euer Brief, Philipp. Wie zu vermuten, überzeugte er meine Verbündeten, bald gegen den Grafen von Shiring vorzugehen. Meine Verbündeten haben darauf bestanden, dass ihre Ritter mich begleiten und ihr Sohn, bevor sie dann bald gegen den Grafen zu Felde ziehen. Ich verstehe, Herr Bischof. Philipp, ich habe das Gefühl, dass da ein Sturm heraufzieht. Das glaube ich auch. Genau hier, in Kingsbridge. Und im Auge des Sturms steht ein Mann. Ihr. Um euch herum geraten die Dinge in Bewegung. Nicht wahr, Remigius? Ja. Doch eine wichtige Sache habt ihr mir verschwiegen. Verschwiegen? Herr Bischof. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ihr zum Prior von Kingsbridge nominiert worden seid. Ich... Die Brüder hier werden heute ihren neuen Prior wählen, nicht wahr? Die Wahl wird in wenigen Stunden stattfinden, Herr Bischof. Wir brauchen einen starken Prior. James war mein Freund, aber ein starker Prior war er nicht. Wir sind uns in diesen Dingen einig, nicht wahr, Remigius? Natürlich, verehrter Herr Bischof. Der Herr Bischof und ich sind der Meinung, dass du diesen Rosenkranz haben sollst. Was? Was? Das heißt das, dass wir jetzt der Prior sind? Oder werden? Prior James Rosenkranz. Er wurde von Subprior Remigius neben dem Fluss gefunden, nahe dem Ort, wo der ehemalige Prior von Kingsbridge ins Eis eingebrochen zu sein vermutet wird. Bis zum heutigen Tag ist James' Grab nahe der Kathedrale leer. Der eiskalte Wasserstrom wird den Körper mitgerissen haben. Die Mönche glauben, dass James in den Morgenstunden des ersten Weihnachtstages auf das Eis gejagt worden war. Manche glauben, dass er der Teufel selbst war, aber wer kann schon sagen, was passiert ist, denn es war niemand vor Ort in dieser Nacht. Bis auf Prior James. Oder aber Remigius. Philipp hat den Rosenkranz von Remigius und Bischof Valeran im Januar 1136 erhalten. Es war ein Zeichen des Wohlwollens und des Vertrauens am Wahltag des neuen Priors von Kingsbridge. Sehr gut. Nun denn, worüber werdet ihr zu uns und unseren erlauchten Gästen reden? In eurer ersten Predigt als neuer Prior von Kingsbridge. Rede darüber, dass ein Prior nichts Besseres ist. Mut und Veränderung. Darüber, dass ein Prior nichts Besseres ist. Ja, ich bin mir noch unschlüssig. Wir entscheiden uns in der nächsten Folge. Vielen Dank an der Stelle fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.